Hallo Film, Fernsehfilmfreunde. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's allen noch gut, ihr seid alle gesund und so weiter. Wie ihr aus dem Titel schon entnehmen könnt, ist mal wieder Update-Zeit und anschließend gibt es dann noch ein kleines Gewinnspiel, weil ich möchte auch mal meine ganzen Abonnenten Danke sagen für das, dass ihr immer schöne Videos anguckt, fleißig kommentiert und so weiter. Es hat sich da einiges angesammelt, ist eine bunte Mischung aus wieder Filmen, wo ich upgegradet habe, aber Updates. Dann diverse Verpackungen, Mediabooks sind sogar dabei, Steelbooks, Blu-rays, DVDs, Serie und so weiter. Aber ich will mich jetzt gar nicht lange damit aufhalten, fangen wir am besten gleich mal an. Hätten wir hier als erstes, hinter dem Film bin ich schon lang her, auf der Börse eben in der Hand gehabt, da waren wir aber zu teuer. Und jetzt sehen wir einen billiger Abschnitt, zwar geht es hier in den Film Morituris aus der Extreme Edition, hier im Mediabook. Die Oberfläche hier fühlt sich richtig schön ledern an. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der Verpackungsfetischist, aber mittlerweile wandert einmal das eine oder andere Mediabook in meine Sammlung. Das soll jetzt auch kein großes Unboxing oder so geben. Ich kann es euch mal hier kurz zeigen. Kurz zur Story. Jugendliche feiern Party. Männer wollen dann, jagen dann die Frau in der Wald und wollen die vergewaltigen und dann wach auf einmal da die alte Gladiator auf. Das ist so die Grundstory. Wie lange der Film jetzt nicht großartig spoilere, wer ihn noch nicht kennt, ist auf jeden Fall Empfehlung wert. Der Film ist richtig hart und auch richtig düster. Manchmal ist er stellenweise ein bisschen, manchmal ist er stellenweise ein bisschen zu dunkel gerade, aber man kann trotzdem alles gut erkennen, wenn nicht, muss man in seinem Fernseher ein bisschen die Helligkeit hochschrauben. Aber Film ist echt gut, ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Morituris. Der nächste ist auch ein Mediabook, und zwar hier der Film Berserker. Den Film kenne ich schon zu VHS-Zeiten, habe den geschnitten schon gesehen, fand den da eigentlich schon damals richtig gut, aber dann der Film irgendwie so aus dem Gedächtnis verloren und dann aus Zufall beim Stöbere das Cover gesehen, ich denke, kommt er doch bekannt vor, dann gläse, dann, ah ja, der war das. Und dann gibt es jetzt hier Uncut im Mediabook. Natürlich nur Uncut im Mediabook aktuell. Und ich denke, komm, bevor jetzt noch ewig warte, bis der vielleicht einmal auf Amari rauskommt, dann nehme ich schon mit, der war jetzt ja gar nicht teuer, der hat mir jetzt knapp 20 Euro Versandkosten frei bei Amazon gekostet. Jetzt kriege ich die Disc nicht raus. Ganz kurz. Da freue ich mich immer, wie man so Ding da so neu pressen kann. Das ist ja Wahnsinn. So. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ja, das hätte man sparen können. Aber die wollte jetzt umso Recke nicht raus. Ja, Berserker. Könnt ihr euch mal kurz durchlesen, um was das geht. Ist so eine Mischung aus Slasher, Tierhorror und so weiter. Aber ist echt richtig gut. So. Dann machen wir weiter mit dem ordentlichsten Steelbook, und zwar hier The Dark Tower, nach der Geschichte von Stephen King. Ja, der Film war jetzt so Durchschnitt, er war jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht, aber das Steelbook gefällt mir richtig gut und das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir mal irgendwann wieder angucke und für ein paar Euro, ich denke, komm, nimm schon mit. Da ist übrigens noch so ein Violet Code dabei, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist oder nicht, aber wer will, kann ihn haben. Und So, dann machen wir weiter mit der Blu-rays. Und zwar das nächste ist jetzt ein Update von DVD Blu-ray. Und zwar hier, der Eden Lake. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich denke, zum Film selber braucht man nicht viel sagen. Allein das Ende von dem Film ist schon wert, dass man sich den Film in die Sammlung holt, weil das ist richtig erschreckend und richtig hart. Psychisch vor allem. Weil man kann sich gut dann da die Charaktere, vor allem in sie, dann reinversetzt. Aber wie gesagt, ich will nicht spoilere, aber der Cast spricht auch schon für sich. Michael Fassbender, Kelly Reilly, richtig, richtig guter Film. So, der nächste Film, da sage ich gleich was dazu, das ist hier The Furies. Den habe ich schon mal gesehen gehabt. Der Film an sich, muss ich sagen, ist 0815, ist jetzt nichts Besonderes. Aber was mir dem Film richtig gut gefallen hat, sind die ganzen Splatter-Szenen. Also die sind schon richtig geil gemacht und auch mal was anderes und auch richtig hart. Und dann habe ich den jetzt da gekriegt. Das ist hier die Double Edition, hier mit DVD und Blu-ray.
Ich habe hier die ungeschnittene Fassung, härtere Unrated Festival Fassung, weil das Mediabook wollte man da nicht holen, aber die hier wird es günstig kriegt, neue OVP für 10 oder 15 Euro. Den kann kommen, jetzt nehme ich schon mit. Und haben jetzt auch schon ein zweites Mal angeguckt. Und ja, wenn man weiß, was auf einer zukommt, kann man sich den ruhig gut angucken. Gibt Schlimmeres. So, der nächste. A-Update von DVD auf Blu-ray. Hier Colors, Farben der Gewalt. Und hatte die ganze Zeit auf DVD eine Kinofassung. Und das ist jetzt erstmals die 8 Minuten längere Unrated-Fassung. Was soll ich zum Film selber sagen? Absolut genial. Einer von meinen All-Time-Favorites. Wenn man so ein bisschen auf die Thematik steht, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, so Boys in the Hood oder Menace to Society, ja, in die Richtung geht da auch ein bisschen, was die Gangs auch betrifft, aber auch so ein bisschen Training Day und so Mischung oder Blue Steel und ja, oder Dark Blue. Kennt man so in die Kommentare schreiben, der Film mit dem Kurt Russell, ich weiß nicht mehr, heißt der Blue Steel oder Dark Blue? Ich glaube, Dark Blue heißt er. Dann ist der Film richtig gut und den kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ah, Leute, Cast, Robert Duvall, Sean Penn, richtig geil. So, der nächste Film ist ein Home Invasion Film. Hell is Where the Home is. Film selber, hier wird es noch nicht gesehen. Bin leider noch nicht dazugekommen, obwohl er mich schon ewig in 3 Tagen brennend interessiert. Okay, ewig in 3 Tagen ist jetzt ein bisschen lieber drüber, so lange gibt es ja noch gar nicht. Aber seit er rauskommt, ist interessiert er mich brennend. Hey, wenn man jetzt geholt, dann muss ich mir unbedingt die Tage angucken. Kennt ihr durch ihn mal lesen? Aber ich stehe ja auf Home Invasion, der soll richtig gut sein. Ich bin auch schon von einigen gehört, die ihn gesehen haben, wo gesagt haben, dass der richtig gut ist. Also, und wenn man auf so Filme steht wie Kidnapped oder The Strangers oder der, denke ich auf jeden Fall, muss. Nächste Schablinenkauf, Clown, Willkommen im Kabinett des Schreckens. Hier ist hier die Uncut-Fassung. Wahrscheinlich wieder ein Schrott, obwohl die Bilder sich hier richtig gut angucke. Ich mag ja eigentlich Filme mit Clowns, stehe ich total drauf, aber bin auch in letzter Zeit schon ein paar Mal enttäuscht worden. Aber für ein paar Euro, jetzt gebe ich ihm halt mal eine Chance, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Das Bild sieht schon mal richtig geil aus. Meistens, wenn das Bild geil aussieht, ist der Film scheiße. So, der nächste ist eine Empfehlung von meinem guten Freund Hannes. Und zwar hier Mother. Ich habe aber auch schon von anderen gehört, dass der eigentlich richtig gut sein soll. Jennifer. Sorry für den kleinen Cut, aber irgendwie hat meine Kamera gerade aufgehört aufzunehmen. Ich war stehen geblieben bei dem Film Mother. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass der richtig gut sein soll. Ich meine, Jennifer Lawrence ist jetzt nicht so mein All-Time-Favorite. Aber ich gucke mal auf jeden Fall mal, ob ich jetzt auch für ein paar Euro kriegt. Alter. Wenn da nichts ist, gibt es bestimmt jemanden, wo ich damit eine Freude machen kann oder verkaufe ihn weiter oder. So, nächste Schau-Update von DVD auf Blu-ray, und zwar hier Deadpool, der erste Teil. Ich denke, da brauche ich jetzt auch gar nicht viel sagen. Entweder man liebt die Marvel- oder DC-Filme oder man hasst sie, aber Deadpool ist einfach genial, weil er einfach mal anders ist wie die ganzen anderen Filme. Der Film ist, sei mal, ein bisschen pervers, ein bisschen brutal, ein paar Schimpfwörter und einfach mal, um das Ganze mal ein bisschen anders darzustellen, wie immer nur bunte Farbe und alles so aussieht, wie wenn es geleckt wäre. Das stört mich bei ein paar Marvel-Filmen auch ein bisschen, aber Deadpool. Ich weiß sogar von einigen, dass denen der Deadpool gefällt, obwohl sie eigentlich mit Superhelden gar nichts anfangen können. Das nächste habe ich von meiner Freundin auf Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich habe übrigens vor 3 Wochen, beziehungsweise jetzt knapp 4 Wochen Geburtstag gehabt. Das ist auch noch ein kleines mit Geburtstagsupdate. Und ja, auf jeden Fall geschenkt gekriegt: The Purge, die 3 Movie Collection, weil ich gesagt habe, die Daten jetzt doch einmal interessiere. Der erste Teil habe ich damals gesehen, aber ich muss sagen, ich habe mir den auch nicht richtig angeguckt und mal reingeguckt, dann war ich wieder abgelenkt und. Hat mir jetzt nicht unbedingt so gut gefallen, aber vielleicht, wenn ich mir mal richtig drauf einlasse und gucke jetzt mal die Filme an, richtig, dann gefällt mir das vielleicht auch besser. Aber da spaltet sich ja auch die Meinungen, die anderen sagen absolut geniale Filme, die anderen sagen voll der Schrott, aber ja, habe jetzt geschenkt gekriegt, hat mich gefreut und gucke mal. Wenn euch übrigens wundert, warum manche Filme, weil ich mache immer schwarze Amaris um meine Hülle. Heißt nicht, dass ich es vergessen habe oder keine Amaris mehr habe, sondern ich bin es einfach noch nicht dazugekommen. Dann hier Schwarzenegger, Predator, hier auf Blu-ray, Upgrade von DVD auf Blu-ray. Und ja, ich denke, da brauche ich gar nichts dazu sagen. Für mich persönlich einer von der absolut besten Schwarzenegger-Filme, einer von der Top 3. Viele sagen immer, Phantomkommando wäre ihr liebster Schwarzenegger oder der erste Terminator. Muss ich sagen, fällt mir Predator jetzt besser wie die zwei zusammen. Aber ist wie immer Geschmackssache. Mir gefallen die anderen auch nicht so, dass ich sage, die sind kacke. Sind auch richtig gut, aber der gefällt mir einfach am besten. Nächstes, hier, Pain and Gain.
Ah, richtig genialer Film mit Mark Wahlberg und The Rock. Da sieht man mal, was alles schief gehen kann, wenn man als muskelbepackte Bägemann, man muss da irgendwie jemand entführen und dann irgendwie Schutzgeld oder Lösegeld da rauspressen, weil zu sowas gehört dann ein richtig gescheiter Plan und ein bisschen Gehirn da oben in der Schublade, aber das über das verfüge die nicht so wirklich und dann sieht man, was da alles schief gehen kann. Absolut geiler Film, kann ich jedem nur ans Herz legen. Könnt ihr euch auch mal ganz, ganz kurz durchlesen. Ja. So, die nächsten vier Filme, die lasse ich ein bisschen schneller durchlaufen, die kehren zusammen. Das sind alles vier Upgrades von DVD Blu-ray. Und zwar hier einmal Marvel's Avengers. Für mich absolute 10 von 10 Filme. Jetzt sage andere, wie kann man nur? Für mich sind das 10 von 10 Filme. Dann hier Avengers Age of Ultron. Naja, meine Kamera und Scharfstelle sind gerade keine Freunde mehr. Gell. Allerweil. Ja, die Discs bei Marvel sind halt eine absolute Katastrophe. Dann hier der Infinity War. Und wer aufgepasst hat und sich damit auskennt, weiß, jetzt kommt noch der Endgame. Das ist hier die 2D- und 3D-Fassung plus Bonus-Disc, weil als ich die da bestellt habt bei Amazon, da war so 3 für 2 Aktionen von Marvel-Filme, war natürlich der normale Endgame, war nicht mehr erhältlich, aber ich bin so der Typ, wenn ich dann anfange, mir so eine Reihe zu bestellen, dann will ich gleich am besten alle auf einmal. Und die war jetzt auch nicht teuer, die hat jetzt 14 Euro gekostet. Ja, Digga, komm, nimm sie mit. Ist ja egal, ich kann zwar aktuell noch kein 3D gucken, aber irgendwann wird das auch mal noch bei mir reinwandern, so ein 3D-Player. Und dann hättet ihr schon mal wieder einen Film, wo ihr angucken könnt gleich. So, jetzt kommen wir noch eine Ladung DVDs. Hätte man hier als Komplettierung für meine Asterix-Sammlung hier auf DVD Asterix im Land der Götter. Ja, sie kommen halt nicht mehr an die richtig gezeichnete Asterix-Filme ran, aber kann man sich trotzdem noch gut angucken, sind trotzdem witzig. Vor allem der hier, der Film ist noch richtig witzig. Und dann der aktuell neueste, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Ja, der ist jetzt nicht mehr ganz so witzig. Tut auch nicht mehr ganz so gut. Aber jetzt habe ich zumindest alle Asterix-Filme zusammen. Das sind ja Filme aus meiner Kindheit, die habe ich als Kind geguckt. Ich habe die große Hefte da, wo es davor gewartet, die kennt ihr ja auch. Heavy Cut und ja. So, nächste ist auch Komplettierung. Und zwar hier Terminator Dark Fate. Das sage ja auch viele, wäre absoluter Schrott und nehme Terminator würdig. Und ich muss sagen, dann bin ich da vielleicht vom Geschmack her anders wie alle anderen, aber ich fand den gut. Klar kommt er nicht an die, vor allem an die ersten zwei Teile ran, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein absoluter Bullshit ist und mit Sicherheit auch nicht der schlechteste. Also da gibt es auch der andere Terminator-Film, gerade wie der, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Ganz kurz. Jetzt habe ich es. Sorry, ich muss jetzt selber schlucken. Und zwar Terminator, die Erlösung. Also den finde ich einiges schwächer wie den. So, das nächste ist ein Blindkauf. Und zwar hier, Blinde Wut mit dem Rutger Hauer. Hier in der Uncut-Fassung. Wurde mir schon ein paar Mal von ein paar empfohlen. Habe ich da auch günstig neue OVP rumliegen gesehen. Da ist sogar noch ein Flyer drin, warum auch immer. Und ich denke, komm, nehme ich schon mal mit. Im Film selber kann ich gar nichts sagen. Ich habe mir zwar mittlerweile mal einen Trailer auch geguckt. Und das dahin einmal durchgelesen und ja, wir lassen mich überraschen. Guck jetzt einmal die Tage. So, das nächste ist was für meine Godzilla-Sammlung und zwar hier Godzilla, die Rückkehr des Monsters. Den habe ich mal extra aus Dänemark bestellt, weil der bei uns in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht mehr erhältlich ist. Ist bei uns, was man von Deutschland sagen kann, fast das seltenste. Nicht der teuerste, aber das seltenste zu bekommen. Ja. So, dann als nächstes habe ich mal hier auf DVD Dreierbox geholt und zwar hier Star Wars. Die Episode 1, 2, 3. Ja, ich denke, die brauche jetzt auch nicht große Rat, als ich raushole, die kennt ja jeder. Die Teil 4, 5 und 6 sind mit Abstand die beste Star Wars, aber die drei kann man sich auch richtig gut angucken, aber die reichen mir voll und ganz auf DVD, die andere auf Blu-ray, meine Lieblingsteile. Aber ich denke, komm, um mal deine Star Wars-Sammlung wieder ein bisschen vorwärts zu bringen. Nächste Scharkomplettierung, und zwar hier auf DVD, A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Das ist jetzt der vierte Teil. Somit habe ich die komplette Toy Story Filme komplett. Kann man sich ja auf jeden Fall sehr gut angucken. Und
Mir haben die ersten drei Teile gut gefallen, mir hat der Teil gut gefallen, passt. Ist nicht jedermanns Sache, ich weiß, aber mir gefällt's. So, und das letzte ist noch eine Serie aus meiner Kindheit, und zwar Das Geheimnis des siebten Weges. Es wird nicht viele von euch irgendwas sagen. Und wenn doch, wisst ihr, dass das auch ein kleines Schätzchen ist. Ist eine richtig gute Kinderserie. Hier kommt da hier in der digital remasterte Fassung vor. Dadurch, dass es eine deutsche Serie ist, ist da nichts großartig dumm rum synchronisiert worden. Ist also quasi noch die Original-Synchro von damals. Hier ist noch ein schönes Booklet dabei mit Bildern der Episode der einzelnen. Hier noch ein bisschen Text und Biografie. Hier noch so eine Stadt und Karte. Ja. Oh, geht doch zu. Das Geheimnis des siebten Weges. Das ist die komplette Serie. Geht insgesamt 321 Minuten. Kann ich jedem nur empfehlen, wo so auf so Kinderserie steht, wo so ein bisschen spannend gemacht sind. Ja. So. Dann möchte ich mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen für den Cut vorhin. Ich weiß auch nicht, vor allem hat er, wie gesagt, meine Kamera aufgehört aufzunehmen. Jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel, das habe ich nicht vergessen. Und zwar habe ich hier, den habe ich aus Versehen doppelt bestellt, warum auch immer, habe ich hier noch einmal der Colors, Farben der Gewalt, hier in der Unrated Cut Fassung. Und den würde ich gerne verlose. Was müsst ihr dazu machen, um den zu gewinnen? Eigentlich gar nichts groß. Schreibt mir einfach in die Kommentare Hashtag und Film und dann seid ihr automatisch dabei. Ich lasse es jetzt einmal bis zum Sonntag dann, Quatsch, bis nächste Woche Sonntag lasse es laufen und dann kommt die Woche drauf, Montag kommt dann quasi dann die Verlosung. Die mache ich dann auch live vor der Kamera. Also ihr habt quasi eineinhalb Woche Zeit, da mitzumachen. Wie gesagt, nur Hashtag filmen und seid ihr automatisch dabei. Film ist ja eine neue OVP, lass ja OVP. So, dann war's das. Dann sage ich euch mal allen Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold. And that's the bottom line. Because Stone Cold said so.